Gibt es die Krätze wirklich oder ist das nur etwas aus den Geschichtsbüchern? Und was hat es mit dieser Erkrankung auf sich? Mein Name ist Dr. Lies Martin, Hautärztin in Weiterbildung. Und die Krätze, die sogenannte Scabies, ist eine Diagnose, die wir tagtäglich zugeschickt bekommen. Hier haben Patienten extreme Beschwerden, Juckreiz und zum Glück kann man es sehr einfach mit verschiedenen Cremes behandeln. Die Krätze, auch Scabies genannt, ist eine infektiöse, parasitäre Erkrankung. Dabei werden im Bereich der Hände häufig, Füße, aber theoretisch auch im gesamten Körper, Gänge von den Milben, von der Scabies-Milbe verursacht. Die Milbe wohnt in den oberen Hornzellschichten und bildet dort bestimmte Gänge, wo sie Eier legt, circa 2 bis 3 Eier am Tag. Diese schlüpfen wiederum nach 2 bis 3 Tagen und im Schnitt kann eine Milbe 30 bis 60 Tage überleben. Wie sieht das Ganze nun praktisch aus? Wenn man sich die Hand schüttelt, guten Tag, wie geht's Ihnen? In dem Moment kann man theoretisch durch den Handkontakt sich schon infiziert haben, wenn die andere Person an der Krätze erkrankt ist. Der Körperkontakt verursacht nämlich, dass von der einen Seite auf die andere Seite die Krätzemilbe übertragen wird. Dann legt sie auch schon los, das heißt, sie bohrt sich in die Hornzellschicht ein, legt in ihren Gängen die Eier und nach 3 bis 6 Wochen bemerkt die infizierte Person plötzlich ein Jucken im Bereich der Haut. Was sie auch sieht, sind kleine, kommaförmige Gänge. Und jetzt passiert etwas Besonderes. Durch das Kratzen immer wieder an neuen Stellen infiziert man sich selber. Man ist wie ein Helikopter und verteilt dann die Erreger am ganzen Körper. Daher ist es sehr wahrscheinlich, dass man am Ende nicht nur im Bereich der Hände, sondern am ganzen Körper Hautveränderungen hat und infiziert ist von der Scabies, also von der Krätze. Jetzt weiß der ein oder andere vielleicht nicht, Mensch, bin ich infiziert oder nicht? Und da gilt, wenn man Kontakt zu jemandem mit der Krätze gehabt hat, sollte man sich am besten auch prophylaktisch behandeln lassen, wenn Körperkontakt vorhanden gewesen ist. Auch in diesen Fällen stehen wir 24/7 über die App zur Verfügung und unsere Hautärzte verschreiben eine Behandlung, sodass man sich direkt therapieren kann und am besten die Krätze gar nicht erst ausbricht. Die Krätze bekommt man nur, wenn man sich nicht wäscht. Mythos oder Wahrheit? Leider ist das ein Mythos, denn wir stellen uns vor, man hat einfach jemanden im Arm gehabt, der infiziert ist an der Krätze, dann hat die Infektion vielleicht stattgefunden und das hat nichts damit zu tun, ob man hygienisch sich verhält oder nicht. Aber statistisch betrachtet haben Menschen mit einer niedrigen Hygiene häufiger Schwierigkeiten, weil nach der Behandlung sie sich immer wieder infizieren. Es gibt sogenannte Hygienemaßnahmen, die man beachten sollte. Nach der medizinischen Behandlung, zum Beispiel durch unsere Hautärzte, und weil diese hygienischen Maßnahmen so wichtig sind, stehen sie nicht nur in unserem Arztbrief, sondern wir sprechen sie jetzt auch nochmal detailliert durch. Die Scabies-Therapie umfasst 2 Baustellen. Nummer 1 ist die medizinische Behandlung durch rezeptpflichtige Wirkstoffe in Form von Cremes, aber auch Tabletten. Nummer 2 ist die Hygiene. Das ist das, was der Infizierte am besten durchgängig durchführt. Dazu gehört, dass man nicht nur sich selbst behandelt, sondern alle Kontaktpersonen. Denn es kann sein, dass man ansonsten Ping-Pong mit der Infektion spielt. Also alle sollten sich am gleichen Tag behandeln lassen. Dass man alle Anziehsachen, die theoretisch infiziert sein könnten, in Plastiksäcke tut und 5 Tage so belässt. Die Scabies-Milbe, also die Krätze, kann ca. 48 Stunden ohne Körperwärme überleben. Aber um auf Nummer sicher zu gehen, sagen wir lieber 5 Tage. Alternativ kann man die Kleidung auch bei 60 Grad waschen. Natürlich kann nicht alles bei 60 Grad gewaschen werden, insbesondere Schuhe. Daher gibt es die Möglichkeit mit der Plastiktüte. Manche machen sich große Sorgen und sagen, Mensch, wie sieht es aus? Muss ich jetzt meine Möbel entsorgen, neue Möbel kaufen, Bettwäsche? Auch da gilt, 48 Stunden ohne Körperkontakt ist die Grenze. Das heißt, man kann die Sachen absaugen, man braucht nicht die Möbel zu wechseln, aber man sollte entsprechend wirklich immer wieder frische Kleidung tragen, bei 60 Grad waschen. Und nach circa 8 Tagen kann man die medizinische Behandlung mit der Creme wiederholen. Einfach bei unseren Hautärzten Bescheid geben, dann verschreiben wir eine etwas größere Menge des Produktes und dann geht man auf Nummer sicher, dass man wirklich auch die neu geschlüpften Milben wieder erwischen kann. Im Rahmen der Krätzeinfektion gibt es einen Begriff, der sehr wichtig ist. Und zwar nennt man das postskabiöses Ekzem. Das bedeutet, dass nachdem man sich behandelt hat und die Krätze weg ist, der Körper trotzdem noch zur Bildung von Juckreiz und von Hautveränderung führen kann. Das liegt daran, dass die Bestandteile der Krätze langsam abgebaut werden. Die Milbe ist schon tot, der Körper reagiert aber immer noch mit Juckreiz. Die Betroffenen denken meistens, sie sind immer noch mit der Krätze befallen. Aber in Wirklichkeit ist es nur die Immunreaktion des Körpers. Und daher kann man das mit kortisonhaltigen Mitteln etwas abpuffern und mit Anti-Juckreiz-Tabletten mitbehandeln. Auch das berücksichtigen wir im
Arztbrief. Das sollte man einfach nur wissen, ja, bevor man sich Panik macht, dass man wieder an der Krätze infiziert ist, dass es auch eine Alternative gibt, das sogenannte postskabiöse Ekzem. Das war es auch schon zum Thema Skabies-Infektion. Und als kleiner Hinweis, 200 bis 400 Millionen Menschen erkranken jährlich weltweit an der Krätze. Es ist eine Erkrankung, die nicht nur aus den Geschichtsbüchern stammt, sondern tagesaktuell ist. Von daher freuen wir uns sehr, wenn es Rückfragen gibt, dass ihr uns direkt über die App kontaktiert, falls ihr Kontakt hattet zu jemandem oder selber an der Krätze infiziert seid, und wir behandeln euch dort auch 24/7 inklusive des Wochenendes über die App mit unseren Hautfachärzten. An der Stelle verabschiede ich mich ganz herzlich und sende euch liebe Grüße. Bis zum nächsten Video.